Die Silvesternacht auf Sylt zu feiern ist etwas ganz Besonderes. Wer es etwas ruhiger wollte, konnte dies im Hörnumer Hafen tun. Nur wenige Urlauber waren an den Strand gekommen, um ins neue Jahr zu feiern. Dafür war das professionelle Feuerwerk umso schöner anzusehen. Es wurde von der Hafenmauer aus abgefeuert und erhellte den Hörnumer Nachthimmel. Am Wenningstedter Hauptstrand war da schon mehr los. Bei ausgelassener Partystimmung wurden schon lange vor 24 Uhr am Strand bunte Raketen und Böller abgefeuert. Es waren aber aufgrund des Wetters weniger Menschen als im Vorjahr zum Feiern nach Wenningstedt gekommen. Die größte Party der Insel fand auf der Westerländer Promenade statt. Tausende partyhungriger Gäste strömten an den Strand. Viele kamen extra vom Festland nach Sylt, um zu feiern. Zeitweise war es so voll, dass kein Durchkommen mehr möglich war. Tausende Raketen beleuchteten den Westerländer Strand. Auch dort standen die Menschen dicht gedrängt und begrüßten freudig das Jahr 2011. So viele Feuerwerkskörper wie an diesem Silvester wurden selten abgefeuert. Der Anblick war gigantisch. Bis 2:30 in der Früh wurde getanzt und gefeiert. Danach ging die Party in den diversen Kneipen in der Friedrichstraße weiter.